so ungefähr 1990 habe ich mit ein paar Freunden zusammen in einer Jazzband gespielt und wir wollten irgendwann eine Band aufmachen, nebenbei noch, die so ein bisschen erdiger ist und ein bisschen lauter und irgendwie unkompliziert, wo man das Gefühl einfach rauslassen kann, dass man nicht unbedingt vom Notenblatt ablesen muss, um es mal so zu sagen. Und dann hatte ich auch schon den Namen für die Band, weil da sollte was von Jimi Hendrix drin sein, der natürlich mein Gott war und ja eigentlich auch noch immer ist als Innovator der Musik. Und es sollte was von der Herkunft drin sein und irgendeinen Namen, den kein anderer hat natürlich, logischerweise. Da ist man ja mit Peter Schmidt schon gestraft. Und da habe ich gesagt, ja, ich hätte den Vorschlag, die Band East Blues Experience zu nennen. Und so ist es dann auch passiert. Dann haben wir eine Woche später angefangen zu proben und die erste Nummer, die wir gespielt haben damals, war, wenn ich mich recht erinnere, von Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away in Weimar am Studentenclub. Und das war tatsächlich 1990. Und seitdem gibt es die Band ja und wir haben viele Konzerte gemacht. Kurz nach dieser Gründungsveranstaltung, wie ich es mal nenne, kam ja Ronny dazu. Und seitdem spielen wir zusammen, trotz der Pausen, die ab und zu mal eingetreten sind, hat das gesamte Orchester natürlich für mich eine große Bedeutung, weil viele Sachen, die ich so zusammen komponiere, kann ich eigentlich nur mit dieser Band spielen, weil wir verstehen uns natürlich auch relativ blind, was das Musikalische betrifft, das Musikantische. Und dadurch, dass wir verschiedene Einflüsse haben, aus denen wir herkommen und die nebenbei, neben dem Spielen in anderen Bands und so weiter oder mit Beschäftigung von Projekten, ob Studio ist oder sonst was, die dann zusammenkommen, haben wir natürlich eine tolle Mischung, die immer was ganz Eigenes ergibt, als wenn man sich mit Leuten unterhält über ein gemeinsames Thema und die Erfahrung aus den anderen Themen kann man damit einbringen. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Sache, um die Songs, die Gedanken, nicht nur die musikalischen, sondern auch die textlichen, unterbringen zu können, zusammenzuführen mit Musikanten, die es auch spielen können, die auf der gleichen gedanklichen Wellenlänge liegen. Deswegen ist es natürlich total wichtig für mich. Und ich freue mich immer, wenn wir die Idee haben, noch wieder eine Tour zu machen. So im reifen Alter mittlerweile. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir dem jetzt eine neue Platte machen, die bestimmt klasse wird. Ein paar Sachen sind ja schon fertig, wir arbeiten noch dran. Ja, das ist so, was es für mich bedeutet. Ist die beste Band, in der ich spielen kann. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.